Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch wieder bei einer neuen Folge Until Dawn. An meiner Seite ist wieder die liebreizende Shoggy. Hello. Again. Jawohl. Und wir sind wieder mit der guten Sam am Start. Wir sind in der Mine. Die Sam ist jetzt gerade sportlich, wie sie ist, und auch gekleidet. Hier den Vorsprung da hochgeklettert. Ja. Und sie untersucht jetzt die Mine. Was wird sie da finden? Wir haben eine leise Vorahnung, weil wir wissen ja noch, was mit der, ja, mit der Bitchy Emily passiert ist. Und wir könnten uns gut vorstellen, dass sie jetzt ihren Fund da jetzt macht. Und da vorne blinkt schon was. Ui, ui. Geh mal hin. Ich bin auf die Reaktion dann gespannt. Ha. Ha. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Sieht man viel? Absolut. Auch oh, da blinkt es auch schon wieder. Ich gehe aber mal kurz da. Ah, ne, da können wir hoch. Nee, geh drüben nochmal um. Dreh nochmal um, liebe Sam. Oh, da können wir springen. Ich glaube, erst hoch, oder? Wenn du jetzt springst. Wir sind ja da lang gekommen, ne? Also, wir sind da hochgekommen, da am Eck. Okay, wow. Das ist auch wieder. Da kannst du wieder in alle mögliche Richtungen. Ich weiß jetzt gar nicht, sollen wir zuerst springen oder die Treppe hoch? Ich weiß es nicht. Ich bin über. Sollen wir springen? Sollen wir erstmal runter und dann? Oder keine Ahnung. Oder erstmal Treppe hoch. Komm, wir gehen die Treppe hoch. Hoch ist immer gut. Hoch ist immer gut. Wie auch immer. In Horrorfilmen sagt man ja meistens, warum rennen sie jetzt die Treppe hoch? Ja, genau, deswegen. Weil dann die Treppe kaputt geht. So. Zurück kann sie schon mal nicht mehr. Wow. Okay. Was ein Stress. Huss. Und jetzt? Oh nein. Was war das jetzt für ein Schrei? War das so ein Flendigo? Yeah. Könnte alles gewesen sein. Auch eine Eichkatze vielleicht. Eichkatze. Ja, man weiß es nicht. Ah, jetzt können wir springen. Jump. Nee, wir müssen wieder zur Markierung. Dann springt sie erst runter. Aber schön hier. Sie gerade eben gelacht. Es wirkte so. Ja. Sie hatte, okay. Sie hatte Glücksgefühle beim Springen. Ja. Ich springe so gern. Ich springe für mein Leben gern. Ah, jetzt sind wir da hinten. Das war, wo wir durchgeguckt haben. Weißt du? Da haben wir durchgeguckt und jetzt sind wir da. Jetzt können wir das bestimmt aufbrechen. Ah ja. Zack. Was verbirgt sich in der Tor Nummer 3? Ein Vertigo oder. Wendigo oder. Der Zonk? Ein Vertigo. Ich weiß aber nicht, was mit Vertigo hat. Oh, jetzt sind wir hier draußen. Joa. Okay. 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 Sagst du selber? Wo lang? Wo lang? Das ist die gute Frage. Auch eine berechtigte Frage. Ist es richtig, wie wir da laufen? Ich weiß es nicht. Man weiß es. Geht's da schon wieder lang? Ich hoffe, die Brücke hält mal ein bisschen besser. Ist das wieder die Lodge? Ja, oder? Wenn das die Lodge ist, also dann weiß ich auch nicht. Da hat sie sich sehr verändert seit dem letzten Besuch. Komm. So, liebe Sam. Weiter geht's. Kann auch das Sanatorium von hinten sein, oder? Oh, um Himmels Willen. Oh, yes. Musik. Yes. Jetzt aber flott. Komm schon, heb das Ding an. Ja,
Sehr fein machst du das. Also. Oh, krass. Komm zur Hilfe. Jawohl. Und jetzt noch mal drauf, Mike. Komm schon, komm schon, los jetzt. Oh Mann. Bam. Wow. Wow. Ja, wie heißt der Regisseur mit den... Oh, da ist schon wieder... Du meinst bestimmt Michael Bay. Michael Bay, ja. Das könnte echt ein Michael Bay jetzt gewesen sein. Wow. Okay, das war das Sanatorium. Das steht jetzt schön in Flammen. Ja. Ich hoffe, dem Hund geht's gut. Das ist... Ja, stimmt. Oh. Ja, okay. Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Dann ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Was bisher geschah bei Until Dawn? Und der geschickte Wolfsmann. Huh. Jawohl, eine Stimmt, goldene ja. Trophäe. Ja. Ah, guck mal da. Matt. Ich glaube, jetzt erfahren wir, wo Matt ist. Ah, ja. Das ist schon eklig gewesen. Hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Josh. Er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Halt. Nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Und los, und los, komm schon, los jetzt! Lauf! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Okay, das war Josh, ja. Das haben wir ja schon in der letzten Episode gesehen. Oh, 10. Boah, ja. Eine Stunde bis zum Morgen. Oha. Diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt. Als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Ich vertraue euch.
Okay, Josh in den Minen. Jetzt haben wir... Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg von mir! Wow. Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass er sterbe. Ich schwör's. Oh. Alter. Ah, shit. Fuck. Wow. Krass. Wow. Das... Ich nehme keine Befehle mehr an. Das, was du willst. Nein! Nein! Wow. Warum tut ihr das? Lass mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du unseren Tod? Alter. Alter. Ich war nicht darauf vorbereitet. Was davon war jetzt real? Ja. Und mir ist was Schräges aufgefallen. Was? Der Wendigo. Hatte eine Narbe. Ja. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? So viele. Bleib da. Bleib da stehen. Da steht mal fest. Ich weiß nicht, ich wollte erstmal wieder zurück, aber man weiß ja nicht, was man da noch findet. Vielleicht ist da noch was. Nein, wir gehen dort. Nee, wir gehen wieder da lang. Anscheinend ist da erstmal nichts. So. Boah. Das war schon krass mit Josh, ne? Mhm. Ist das jetzt alles Einbildung gewesen? Dreht ihm jetzt seinen Verstand einen Streich? Da will ich wirklich nicht reingehen. Es gibt keinen anderen Weg. Oh, da ist auch noch was. Moment. Ah, wieder ein Totem. Okay. Das kennen wir ja. So. Dann kannst schauen du da mal. Außen rum? Ja, ich glaube, wir können. Yes, we can. Mike, ist das das, was ich denke? Chef, sieht aus wie ein Grab. Okay. Beth Washington. Anschauen könnten, ja.
Okay. Bleibt uns nichts anderes übrig. Gut. Ich gehe rein. Sind das heiße Quellen? Mhm. Ich bezweifle es. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Oh Mann. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte, okay. Also das, für keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie? Toll. Danke. Hm, geh mal auf die linke Seite. Da kannst du, glaube ich... Stimmt. Da kommen wir, glaube ich, hoch. Da wären wir wieder. So. Was haben wir denn hier Schönes? Oh shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Okay. Krass. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Hammer. 30. Es tut mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Ich sterbe. Nur so kann ich noch überleben hier unten. Wenn das hier jemand findet, es tut mir leid. Ich musste... Es ging nicht anders. Verzeih mir, Beth. Es tut mir leid. Oh, nee. Kannibalismus. Jetzt kann man sich eins und eins zusammenzählen. Tag 33. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz, ich werde stärker. Aha. Oh. Der Rest der Schrift ist nur noch gekrakel. Hunger! Naja. Also, okay. Sollen wir mal zusammenfassen? Oh Gott, weg geht noch drin. Irgendwie geredet. Ach. Ich glaube, Hannah. Beth aus. Das war Hannah. Nein. Michael. Das kann nicht sein. Michael, es muss so sein. Nur so ergibt alles einen Sinn. Beth starb durch den Sturz. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh. Sofort. Holy shit. Okay. Weiter geht's. So. Da ist aber Ende Gelände. Also wieder ins Wasser? Anscheinend. Ich weiß nicht. Wir gucken mal, geht's da vielleicht weiter? Nope. Nope. Nein. Also wieder ins Wasser. Wieder ins Wasser, wieder in die Quellen. Oh Mann, krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass eine Schwester überlebt hat. Das, nee. Und dann noch die eigene Schwester gegessen, ne? Ja, in manche Situationen. Ging's nicht. Ja, Extremsituationen erfordern extreme Maßnahmen. Ne? Irgendwie war das doch. Ja. Aber wir wissen ja, wie sich ja so ein Wendigo jetzt entwickelt, ne? Ja, das haben wir ja durchaus gelesen. Ja. Okay. Es wird Zeit, dass wir da rauskommen. Hey, es sieht gut aus. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Komm schon, wir haben es geschafft. Jawohl. So. Okay. Oh, da blinkt wieder was? Nee, da können wir wieder rein, ja, oder? Ja, das ist wieder das Wasser. Meinst du? Mhm. Soll ich mal wieder rein?
Och, oder, nee, oder so, ich weiß es nicht. Oder war es doch was? Doch, es war definitiv wieder. Wow! Ach, guck mal da. Oh Mann. Was für ein Kopf war das? Keine Ahnung. Emily war es aber nicht, oder? Nee. Oh, guck mal da. Alter Schwede. Das ist schon eklig. Oh Mann. Und da hängt sie. Da hängt sie. Sie hängt da. Das ist unser Flammenwerfer. Oh mein Gott. Nein! Mir wird schlecht. Oh Mann. Oh, guck doch nicht wieder durch. Ich guck mal hin. Ah ja. Okay. Ich nehme keine Befehle mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr befehlt mir nichts mehr. Okay. Oh Mann. Ich vertraue euch. Okay. Oh, oh, oh. Er ist heil oder so. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Josh, Hannah war hier unten. Wochen, einen Monat. Aus. Sam. Mike. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann geh ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir durch, geknallter Mistkerl. So, jetzt können wir ja sogar Josh steuern. Aber der liebe Mike muss noch ein bisschen warten, weil das war's schon wieder mit unserer Episode von Until Dawn. Die nächste wird sicherlich kommen und es wird immer wieder spannender, immer wieder geiler. Es ist absolut krass, was passiert. Ja, ich bin echt mal gespannt. Wir beide sind gespannt. Es heißt, die ist die letzte Stunde jetzt noch vor dem Morgen. Wir sind echt gespannt. Was wird noch kommen? Also, ja, haben wir jetzt schon das Finale vor uns oder dauert es vielleicht noch eine Folge? Wir wissen es nicht. Wir schauen mal. Ja. Wenn es euch gefallen hat jedenfalls, dann gebt uns einen Daumen oder schreibt was in die Kommentare oder macht am besten beides. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Until Dawn mit der lieben Shogi. Bis zum nächsten Mal, ja, ihr Lieben. Genau, und mit dem Lautschwert. Ciao, ciao. Tschüss.